Zwei Vorteile also verspricht die Doppelatmung. Genaueres Führen in den Halteraum und größere Sauerstoffreserven während des Auslösens. Der Lichtpunkt veranschaulicht noch einmal das zweistufige Absenken bei der Doppelatmung. Das Führen zum Scheibenrand und der Weg ins Zentrum. Der Halteraum des Weltmeisters ist etwa so groß wie der Neunerring. Lilo Breker bevorzugt die normale Atmung. Sie führt die Luftpistole in einem Schritt ins Ziel. Und wie ihre Erfolge beweisen, lassen sich wohl auch mit dieser Technik extreme Leistungen realisieren. Verschiedene Wege führen zum Ziel, wenn sie durch intensives Training perfektioniert werden. Alle Bewegungsabläufe beim Schuss werden durch das Auge gesteuert. Das Sehen lenkt und leitet das Handeln. Durch die Orientierung im Raum regulieren die Augen Schwankungen und sorgen für ruhiges Stehen. Das zielende Auge dirigiert die Waffe in den Halteraum. Der Schütze empfindet Sehen und Korrigieren praktisch als Einheit. Das Auge beurteilt die Schwankungen und die momentane Position. Die einfachen Visierelemente Korn und Kimme sind die Anhaltspunkte. Von den drei Ebenen Kimme, Korn und Spiegel vermag das Auge nur eine wirklich scharf abzubilden. Die beiden anderen sind jeweils unscharf. Präzises Visieren verlangt die Konzentration auf das richtige Zielbild bei jedem Schuss. Die Schärfe wird auf das Korn verlagert. Nur so erkennt man den Sitz des Korns im Kimmenblatt und die Position unter dem Spiegel gleichermaßen. Die Schießbrille trägt eine transparente Abdeckung für das nicht zielende Auge. Seitenblenden schirmen Licht und störende Bewegungen im Umfeld ab. Ein Glas korrigiert individuelle Sehfehler. Es wird am Rahmen so fixiert, dass der Blick gerade durch das Zentrum der Linse geht. Eine fachgerecht angepasste Schießbrille hilft, die maximale Sehkraft zu erreichen. Das Auge ist beim Schießen ständig aktiv. Es verfolgt die Bewegungen der Waffe. Das Augenlid schließt kurz, um für wenige Sekunden maximale Sehschärfe zu garantieren. Wer das Gefühl hat, schlecht zu sehen, zielt meistens zu lang. Nach 5 bis 6 Sekunden beginnt die natürliche Ermüdung. Das Auslösen einer Luftpistole ist eigentlich kinderleicht.
Etwas mehr als 500 Gramm Widerstand sind zu überwinden, geteilt in Vorzug und Druckpunkt. Ein Hauch mehr und ab geht die Post. Doch gerade das Auslösen erweist sich im Wettkampf oft als heikel, als schwierigster Moment im gesamten Schussablauf. Der Anfänger erlebt das bei der Vereinsmeisterschaft so. Und selbst erfahrene Klasseschützen kriegen manchmal den Finger nicht krumm, wenn es wie hier um ein großes Finale geht. Da kann das Pfündchen Federkraft zu einem fast unüberwindlichen Hindernis werden. Stop. Stand 5, 9,0. Beim Abziehen muss man davon ausgehen, egal ob bei der freien Pistole oder bei der Luftpistole, das ist gleich. Die Führungsgröße grundsätzlich ist das Zielbild. Das heißt also, was sieht man über Kimme und Korn? Demzufolge wird mit diesem Zielbild der Druckverlauf koordiniert, sodass ich dann im Halteraum dann nur noch einen geringen Prozentsatz dessen zu bewältigen habe, was denn notwendig ist, um den Schuss auszulösen. Der Gesamtwiderstand wird also gleichmäßig, aber langsam überwunden. Synchron dazu muss die Waffe geführt und natürlich ruhig gehalten werden. Während das Auge lenkt und zielt, wird der Abzug mit äußerster Empfindlichkeit in Angriff genommen. Beim Absenken in den Halteraum wird ein Großteil des Widerstandes überwunden, der Vorzugsweg. Im Halteraum wird der Druck immer näher an den kritischen Punkt gesteigert. Exaktes Auslösen beginnt mit dem gefühlvollen, immer gleichen Zugriff. Der Zeigefinger sucht seinen Kontaktpunkt haargenau. Der Daumen liegt kraftlos an, der Zeigefinger zieht gerade nach hinten. Die Abzugszunge wird justiert, bis der Kontakt zur Fingerkuppe als optimal empfunden wird. Jeder Schuss beginnt wie ein Ritual mit dem Zugriff und der Kontaktaufnahme zur Abzugszunge. Erst wenn die Empfindungen hier stimmen, wird der Bewegungsablauf fortgeführt. Beim Herabführen ins Ziel wird der Druck kontinuierlich gesteigert. Im Halteraum wird der Restwiderstand überwunden. Noch einmal. Zunächst die sorgfältige Kontaktaufnahme in der Startposition. Die Steigerung des Drucks beim Herabführen. Langsam und gleichmäßig. Der Schuss löst sich dann ohne sichtbare Reaktion. Das Auslösen bei Uwe Pottek wirkt mühelos und elegant.
Hinter solcher Perfektion steckt ein jahrelanges intensives Training. Und bei jedem Trainingsschuss wird dem exakten Ablauf vollste Konzentration gewidmet, damit es im Wettkampf wie automatisch klappt. Die fast regungslose Steigerung des Drucks verlangt äußerste Aufmerksamkeit. Was bei Meister kinderleicht erscheint, ist das Ergebnis einer beständigen, kritischen Auseinandersetzung mit allen Details. Der Lichtpunkt demonstriert das eigentliche Geheimnis perfekten Auslösens. Die Waffe reagiert beim Abschuss kaum. Lediglich der Luftdruck verursacht eine minimale Auslenkung nach oben. Ansonsten verharrt der Haltepunkt auch nach dem Schuss ungestört im Zentrum. Mit den Augen des Schützen sieht technisch ausgereiftes Auslösen so aus. Der Druck steigt an, ohne die ruhige Lage der Visierung im Halteraum zu beeinflussen. Der Schuss löst sich ohne nennenswerte Reaktion. Nach dem Schuss bleibt die Waffe im Ziel. Auslösen trainiert man trocken im dunklen Raum mit völliger Konzentration auf die Druckempfindung und auf das Zeitgefühl. Schüsse auf den Kugelfang oder auf eine weiße Scheibe helfen, den Bewegungsablauf zu stabilisieren.